Geheimen beschränken sich auf das Wesentliche. Jedes Individuum erfüllt seine Aufgabe und wirkt auf den Außenstehenden fast etwas farblos. Doch sie haben die beste Zeit ihres Lebens.
We'll be right back.
buntes Treiben, wie man es erwartet hätte. Nein, die Befreien beschränken sich auf das Wesentliche. Jedes Individuum erfüllt seine Aufgabe und wirkt auf den Außenstehenden fast etwas farblos. Doch sie haben die beste Zeit ihres Lebens. Good evening. Do you speak English? Ich auch nicht. ich weiß, viele Frauen hätten noch ein paar. Habt ihr den Typ gesehen mit den Riesenmuskeln? Ja? Geil, ne? Ja, ich weiß, viele von euch hätten noch, also viele Frauen hätten noch lieber noch so muskulöse Typen gesehen, aber ich bin günstiger. Also, mein Name ist Patrick Lemoine und ich werde Ihnen die hohe Kunst des Jonglierens demonstrieren. Dazu nehme ich diese drei Bälle, werfe sie hinter meinen Rücken und fange sie aus der Luft. Und das nenne ich eine geile Eröffnung. Danke für diesen Bombenapplaus. Ja. So, die Herrschaften auf dieser Seite, merken Sie bitte diesen Ball. Die Herrschaften auf dieser Seite, merken Sie bitte diesen Ball. Was immer Sie tun, verwechseln Sie nicht Ihren Ball mit deren Ball. Ich nehme jetzt Ihren Ball und werfe ihn über die beiden anderen. Oh, was auch dazu? Endlich. Ich sehe, Sie sind beeindruckt. Ja. Nun werfe ich diese drei Bälle kreis von der linken in die rechte Hand. Denn bei diesem Trick um geht's da lang.
Wenn beide Hände das gleiche zur gleichen Zeit tun, sieht das so aus. Und das ist wie schon ist das genaue Gegenteil von diesem. Sie sehen von mir aus, ja. Danke. Das war nett. Ich nehme wieder Ihren Ball, falscher Ball. Ich nehme wieder Ihren Ball, anstatt ihn zu werfen, wenn Sie legen. Merken Sie den Unterschied zwischen legen und werfen und werfen und legen. Und normalerweise fängt das Publikum an zu applaudieren, dann sind Sie voll des Augenblicks. Oh mein Gott, ich habe einen fallen lassen. Und jetzt? Hat er gezeigt. Und jetzt nehme ich den Ball und lege ihn rüber in die andere Hand. Tombe au tombe. Ich fand's komisch. Das ist natürlich nur der halbe Trick. Wenn beide Hände wieder das gleiche zur gleichen Zeit tun, sieht das so aus. Das nenne ich verdammt schwer. Eine Frau ohnmächtig geworden. Denken müssen Sie schon selbst. Ja. Ich nehme jetzt den mittleren Ball raus. Hey. Ich sehe, das stört ein paar von hinten, also tue ich wieder zurück. Anscheinend gefällt die rauf und runter besser. Mir auch. Wenn ich einmal auf diesen Trick entferne, habe ich logischerweise nur noch zwei Bälle in einer Hand. Manche Jongleure können auch weggucken, wenn sie zwei Bälle in einer Hand jonglieren. Ich nicht. Ist der Transfer-Wettstand. Man kann viel tun mit zwei Bällen in einer Hand. Ich sehe, da kennen sich einige aus. Man ruft, sie hat die Kinder vergessen. Hallo Kinder! Alles klar? Ja, Papa erklärt. Also man kann zwei Bälle so jonglieren oder so jonglieren. Aber das hier macht wohl am meisten Spaß. Nein, Sie brauchen nicht zu applaudieren. Bei diesem Trick bekomme ich normalerweise eine stehende Ovation. Es ist nur schmutzig, wenn Sie es verstehen, mein Mann. Immer noch nicht verstanden. Okay, Moment. Ladies and Gentlemen, Mesdames und Messieurs, geht ihr ein Level höher, one level higher, and we will play O. O heißt O. So. Ich sehe, Sie glauben, das ist kein besonderer Trick. Das ist okay, glücklich. Wir sehen jetzt ja auch noch kein besonderes Publikum. Thank you.
And now I'm going to make a little dance for you. Thank you.
15 Minuten Pause.
Thank you.
wanna take you somewhere, so you know I care. But it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like the flowers.
ist ein ganz normales Ding auf Ihr Platz. This, ladies and gentlemen, is a very normal diner for art. Ich euch auf, Moment. Komm, Moment, please. Aber ihr guckt, so, wie geht's? Alles klar? Alles klar? Ja? Ah, kannst du die Frage nicht stellen, bitte? Ich weiß, das ist eine Reihe, ich weiß. Ich bin der Patrick, was Sie? Ein Applaus für die kommt mit! Ein Applaus für Gabi! Alles los? Alles gut. Ist dieses Blatt irgendwie manipuliert? Das ist das Blatt von der Palata. Was? Nein. Echt? No. No? Moment. Jungs, wir haben das falsche Blatt. Egal, okay. Okay. Das hier ist ein Zaubertrick, ein Drinktrick und sowas. Dann können Sie bitte einen Arm gerade rausstrecken, ganz gerade raus. Zack, nee, in Deutschland. Links, den. Nicht den, jetzt den. Kein Problem, Frau Braun, alles locker. Also, ich werde dieses Blatt jetzt einmal falten. Dann werde ich dieses Blatt zum zweiten Mal falten. Und zum dritten, falten. Konzentrieren Sie sich bitte auf Ihren Ring. Ich weiß auch nicht, was er kann. Das doch was. Was? Hä? Ist das geil. Sorry, ich bin ein bisschen krank. Ganz normal. Ich werde jetzt weggehen. Sobald ich klatsche, möchte ich, dass Sie dreimal hintereinander laut Ring sagen. Okay? Sobald ich klatsche. Aber bitte sehr laut, Sie haben kein Mikrofon. Okay? Konzentrieren Sie auf Ihren Ringfinger. Hallo, Mama, hi. Wie geht's? Ja, danke. Geklappt jetzt. Ein Applaus für Gabi. Jetzt mal ein Spiel. Ganz langsam. Das war Gabi, meine Damen und Herren. I love you. So. Jetzt wird's noch schlechter. Guten Abend. Ich habe eine Frage. Haben Sie Streichhölzer? Nein. Die haben Sie nicht. Ich liebe so doofe Witze, ich finde die super. Wir treffen sich zwei Jäger bei dem Tor. Und nun komme ich so mit einer Hand. Da, da. Scheiße. Wie kann ich sowas toppen? Meine Damen und Herren, und nun zeige ich Ihnen 5 Bälle in der Luft auf einmal. Zum Abschluss meiner Show ein seriöser Trick. Wirklich ein seriöser Trick. Dieser macht wie kein Ballon. Ein seriöser, dieser Trick kommt aus Indien. Dort gibt es einen alten indischen Fakir. Und dieser Fakir ist ein sehr, sehr erfahrener Mann. Und er kann den indischen Rudertrick. Und er war so nett, ihn beizubringen. Ich bin noch drüber, habe 6 Monate in Indien trainiert. Anschließend noch mal 1 Monat hier, um mich zu perfektionieren. So ist mir eingefallen, sobald dieser Trick zu Ende ist, schreien, trampeln und klatschen, wenn Sie möchten. Denn dieser Trick ist wirklich schwer zu begreifen. Ich begreife ihn selbst noch nicht. Ich sage jetzt tschüss, auf Wiedersehen. Und nun kommt der indische Rudertrick. Fuck, ich seh nix. Das ist Gabi, bist du das? Nein. Schönchen!
No, I need to take someone from the public. Let me look around. Let me look around one moment, please. Hello. Waiter, would you like to come to me? 1 o'clock, waiter. You go to Tantra Demarcation, you go to Tantra Demarcation, you go to Tantra Demarcation, look at the public, and I'm going to be back in 10 minutes. Ladies and gentlemen, I would like to have my mouth. The routing is going to come from the top of the ceiling into my mouth. What is the again? What is the again? What is the again? What is the again? You have to say. Oli. Oli. I'm kidding. I'm going to put one of the house and I'm going to have to come and give it a comment. Thank you for the comment. I got the comment. Thank you very much. Yeah. I'm going to put the comment down. Now, what are you doing? You're going to talk to the comment. Don't talk to the comment. Don't look at the comment. Look at the public with a put of mind. Never seen the comment. Not the comment. Look at the comment with a put of mind. Okay? Thank you. I love you. I love you. Give me my dog. Give me my dog. Under dog, you can't taram taram taram. And now, I would like to have taram taram. What the name of the taram? Ding ding ding. Oh, thank you very much. One applause for Johnny Mugabe. Stock school of Azubane, please. Zwei Schwule fechten und die fechten. Ah. Und fechten. Auf einmal wird er einer müde und sagt, ach, ich kann nicht mehr, er stecht mich. Mit so einem Scheiß verdiene ich Geld.